Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute möchte ich euch speziell den neuen Flügel von Schloss Charlottenburg etwas genauer vorstellen, den ja Friedrich der Große extra anbauen lassen hat. Friedrich II. Hatte den neuen Flügel an das alte Schloss anbauen lassen. Das erste preußische Königspaar, seine Großeltern Friedrich I. und Sophie Charlotte, bewohnten den Mittelbau der Schlossanlage mit dem unverkennbaren Kuppelturm. Da Friedrich II. Deren Schloss aber als zu altmodisch empfand, beauftragte er bei Regierungsantritt 1740 den neuen Flügel, ein eigenständiges zweigeschossiges Gebäude mit einem repräsentativen Säuleneingang. Entworfen von dem Baumeister Georg Wenceslaus von Knobelsdorf wurde das Gartenschloss bis 1746 mit Festsälen und Wohnungen im Stil des Rokoko für den König und seine Gemahlin Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern ausgeführt. Friedrich II. Pflegte zwar einen höflichen und zuvorkommenden Umgang mit seiner Frau, aber nach seiner Thronbesteigung schloss er, wie er es schon vor der erzwungenen Heirat angekündigt hatte, Elisabeth Christine aus seiner Umgebung aus. Während Friedrich sich vom Hofleben in das Schloss Charlottenburg zurückzog, wies er ihr im Berliner Stadtschloss eine Wohnung zu und schenkte ihr als Sommerwohnsitz das Schloss Schönhausen. Während sich die vom ganzen Hof genutzten Räume auf der zur Stadt hingelegenen Seite befanden, ließ sich Friedrich II. Eine private Wohnung auf der Gartenseite einrichten. Ihre Räume sind deutlich kleiner, aber nicht weniger kunstsinnig ausgestattet. Dieser als versilberte Kammer bezeichnete Raum diente dem König als Vor- und Wohnzimmer. Als Ersatz für die verloren gegangene Einrichtung stehen hier heute Möbel aus dem Arbeitszimmer Friedrichs II. Vom Potsdamer Stadtschloss. Die aus Eichenholz gefertigten Vertäfelungen mit ihren geschnitzten, versilberten Verzierungen haben den Zweiten Weltkrieg fast unbeschadet überstanden. Lesen war für Friedrich II. Zeitlebens in allen Lebenslagen ein Bedürfnis. Seine besondere Aufmerksamkeit galt der antiken Dichtung, der Philosophie, der zeitgenössischen französischen Literatur, Geschichtsschreibung und Kriegskunst. Durch seine intellektuellen Interessen unterschied sich der König von den meisten Monarchen seiner Zeit. Beim Betreten der Bibliothek fallen die schlichten Bücherschränke auf. Sie gehören zur originalen Ausstattung des Raumes. Ihr Inhalt allerdings ist seit dem Zweiten Weltkrieg verloren. Als Ersatz bergen sie heute 900 Bücher aus dem zerstörten Potsdamer Stadtschloss, denn der König besaß in jedem seiner Schlösser eine Bibliothek mit einer vergleichbaren Auswahl an Büchern. Der große und meisterhaft gestaltete Tisch an der Fensterwand bot die nötige Ablagefläche für großformatige Bände, etwa Kupferstichwerke. Die Büsten und Köpfe auf den Konsolen der gegenüberliegenden Wand und über den Türen erwarb Friedrich 1742 zusammen mit 300 weiteren Antiken in Paris. Friedrich
Friedrich II. War nicht nur ein unermüdlicher Leser, sondern selbst Autor von Werken ganz unterschiedlicher literarischer Gattungen. Er verfasste politische, philosophische, historische und militärische Abhandlungen, unzählige Gedichte, aber auch Opernlibretti und Satiren. Außerdem verging kein Tag, an dem der König nicht mehrere Briefe versandte. Einige dieser Werke und Briefe sind sicher an diesem prachtvollen Schreibtisch entstanden, der zu den schönsten Beispielen der Möbelkunst zählt. In der Konzertkammer versammelte man sich in kleiner Runde, um zu musizieren oder Konzerten zu lauschen. Friedrich und einige seiner Geschwister waren außerordentlich musikalisch begabt. Vom König selbst stammen über 100 Kompositionen für sein Lieblingsinstrument, auf dem er selbst mit großem Talent spielte, die Flöte. Während der Konzerte hatten die Gäste Gelegenheit, die ausgewählten Gemälde zu bewundern, die schon damals dicht an dicht bis unter die Decke und sogar über dem Kaminvorsprung hingen. Kenner dürften damals besonders bemerkt haben, dass der König hier eine gelehrte Auswahl getroffen hatte. Das Konzertzimmer vereint niederländische und französische Werke unterschiedlicher Bildgattungen. Als die vornehmste und deshalb für fürstliche Sammlungen besonders geeignete Gattung galt damals die Historienmalerei, also die Darstellung religiöser, mythologischer und geschichtlicher Ereignisse. Ein Beispiel für ein solches Historiengemälde ist auf der Kaminwand das großformatige Urteil des Paris von Bierchakas. Der trojanische Prinz Paris kürt Venus, die Schutzherrin der Liebe, zur schönsten aller anwesenden Göttinnen. Die Farbe der Wandbespannung in der Gredelin-Kammer erinnert an blühenden Flachs. Da aus Flachsfasern Leinen hergestellt werden kann, bezeichnete man den lilagrauen Farbton zur Zeit Friedrichs II. Als Gredelin, als Leinengrau. Wie das Konzertzimmer nutzte der König auch diesen Raum, um einen Teil seiner herausragenden Gemäldesammlung zu präsentieren. Anders als in den beiden letzten Räumen hängen die Gemälde in diesem Schreibzimmer nicht an der Wand. Sie sind in die Wand eingelassen. Geschaffen wurden sie von angesehenen Hofkünstlern Antoine Penn, Georg Wenceslaus von Knobelsdorf und Johann Harper. Die Künstler widmeten sich alle dem gleichen Thema, dem heiteren Aufenthalt junger Menschen in sommerlicher Landschaft. Es scheint, als seien die Künstler zu einem Wettstreit um die kreativste Umsetzung des Themas angetreten. Nachdem wir in den letzten Räumen Friedrich II. In Charlottenburg begegnet sind, betreten wir jetzt eine Raumflucht, die sein Neffe und Nachfolger Friedrich Wilhelm II. Ab 1796 neu einrichten ließ. Er hatte die Absicht, hier die Wintermonate zu verbringen, daher der Name Winterkammern. Da der König in der kalten Jahreszeit nicht frieren wollte, wählte er eine Zimmerflucht aus, in der alle Fenster nach Süden gehen, damit die Sonne mitheizen konnte. Doch gerade als die Winterkammern fertiggestellt waren, starb Friedrich Wilhelm II. Und in diese neuen Wohnräume sollte nun seine Schwiegertochter Luise einziehen, als Königin von Preußen. Hier ist das Schlafzimmer von Königin Luise zu sehen.
Die königliche Familie war vor der französischen Armee Kaiser Napoleons nach Ostpreußen geflüchtet. Nach ihrer Rückkehr wurde dieser Raum eigens für Luise eingerichtet. So ist dies der einzige Raum der Winterkammern, der allein für die Königin entworfen wurde. Der König Friedrich Wilhelm II. Engagierte einen noch jungen und eher unbekannten Architekten für den Umbau, Karl Friedrich Schinkel. Er entwarf 1810 auch das Möbeljahr, zu dem auch das originale Bett und die beiden Blumentischchen gehören. Die Wände sind ganz mit Stoff drapiert, der dem Raum ein leichtes, luftiges Aussehen verleiht. Romantischem Naturempfinden folgend sind die Wände mit zarten weißen Stoffbahnen vor einer rosa Papiertapete bespannt. Damit sollte auf den Wechsel von Tag und Nacht angespielt werden. Diesen Raum hat Königin Luise besonders geliebt. Man hat den Eindruck, in einem zeltartigen, exotischen Gartenpavillon zu stehen. Es ist das ostindische Zitzzimmer. Zitz ist die alte Bezeichnung für einen bunt bedruckten, gewachsten Baumwollstoff, der häufig aus Indien exportiert wurde und heute Chintz genannt wird. Im Kontrast zu den rekonstruierten Decken und Wandbespannungen stehen die originalen Bezugsstoffe der weißbunt lackierten Sitzgarnitur. Eher unscheinbar erinnern sie nur noch entfernt an die einstige Farbenpracht, die im gesamten Raum vorherrschend war. Das Kastensofa, die Stühle und der Kronleuchter gehörten zur ersten Einrichtung des Zimmers. Dieses Durchgangszimmer mit drei Türen sollte als Schreibzimmer dienen. Vor der abgeschrägten Wand der rechten Ecke steht der Ofen. Er sieht so aus, als wäre er aus Marmor. In Wahrheit ist er aus gebranntem Ton, der anschließend marmoriert wurde. Die wunderschöne Wandbespannung fällt sofort auf, wenn man den Raum betritt. Nachdem dieser Raum im Zweiten Weltkrieg gänzlich ausgebrannt war, konnten die Wände wieder mit einer blassgrünen, mit Strauch, Päonien und Vögeln bemalten chinesischen Atlastapete bespannt werden. Hier befinden wir uns in der Schlafkammer. Aber wo ist das Bett? In der Mitte der langen Wand sieht man einen geschlossenen Vorhang. Dahinter verbirgt sich der eigentliche Schlafbereich, wo das Bett stand. Allerdings wurde bei der Wiederherstellung der kriegszerstörten Räume diese Bettnische ausgespart. Der Raum wurde zunächst zum Schlafzimmer der Königin Luise. Die prächtige gestreifte Seide mit ihren Blumenranken verbrannte im Krieg und musste für die Wiederherstellung des Raumes neu geschaffen werden. Die Möbel haben den Krieg unbeschadet überlebt. Sie sind heute wieder wie einst mit der gleichen Seide überzogen wie die Wände. Drei
kostbare große Wandteppiche schmücken die Wände des zweiten Zimmers der Winterkammern. Diese Tapisserien zeigen Szenen aus dem Leben Don Quixotes. Hergestellt wurden sie in Paris, dem damaligen Zentrum des Luxus und der Moden, und zwar in der königlichen Teppichmanufaktur Le Gobelin. Die Wandteppiche waren ursprünglich ein Geschenk des französischen Königs Ludwig XVI. An Prinz Heinrich, den diplomatisch erfolgreichen Bruder Friedrichs II. Heinrich überließ die Gobelins seinen Neffen Friedrich Wilhelm II., der sich hier in seinem Charlottenburger Winterkammern aufhängen ließ. Von den ursprünglich 6 Wandteppichen sind seit dem Zweiten Weltkrieg 2 verschollen. Überhaupt sind die Winterkammern im Krieg schwer beschädigt worden. Die schönen Parkettböden und die Wandverkleidungen sind seither nach den alten Vorlagen wiederhergestellt worden. Die beweglichen Einrichtungsgegenstände hingegen konnten mehrheitlich gerettet werden. Hier fällt gleich ein außerordentlich großformatiges Gemälde auf. Auf dem Prachtboulevard unter den Linden hat sich rechts vor der neuen Wache eine Menschenmenge versammelt. Aus Richtung Brandenburger Tor nähert sich das 1. Infanterieregiment König Friedrich Wilhelms III. In der linken Bildhälfte nimmt der König zusammen mit seinen Söhnen die Parade ab. Doch interessanter für den Maler Franz Krüger und die Betrachter seines Gemäldes ist die bunte Menschenmenge angesehener Bürger, die sich hier ein Stelldichein gibt. Es ist die preußische Gesellschaft, deren Leben sich bei Hof und in den Berliner Häusern einiger führender Familien abspielt. Franz Krüger schuf dieses Gemälde im Jahr 1839. Ein wichtiger Teil der Repräsentation waren die Hoffeste, die im Sommer bevorzugt in Schloss Charlottenburg gefeiert wurden. Es war vor allem die Lage, die das Schloss zum idealen Festschauplatz machte. Man erreichte Charlottenburg von der Berliner Hauptresidenz aus auf dem Wasser- oder Landweg in nur einer Stunde. Mit der großen Orangerie auf der Westseite des alten Schlosses stand in der warmen Jahreszeit, wenn die Orangenbäume in ihren Kübeln im Garten standen, ein Festsaal für etwa 500 Personen zur Verfügung. Als Friedrich II. Unmittelbar nach seinem Regierungsantritt den neuen Flügel errichten ließ, entstanden dort 2 weitere Festsäle. In diesem heute als weißer Saal bezeichneten Raum fanden regelmäßig große höfische Tafeln statt. Vor allem im Rahmen fürstlicher Hochzeitsfeste wurde hier gespeist. Die Goldene Galerie zählt zu den beeindruckendsten Raumschöpfungen des 18. Jahrhunderts in Preußen. An einigen Stellen erinnert die Dekoration an das Gitter einer Gartenlaube. Alles wurde in der Absicht gestaltet, die Grenzen zwischen Innen und Außen, zwischen Natur und Kunst aufzuheben. Das Grün des Stuckmarmors harmoniert im Sommer mit dem Rasen und den Bäumen vor den Fenstern.
Den wertvollsten Schmuck des Raumes stellten ursprünglich aber 20 antike Büsten und Köpfe dar, die auf Sockeln aus farbigem Marmor standen. Heute erinnern daran nur noch 2 Exemplare an der westlichen Gartenseite. Zusammen mit 280 anderen antiken Skulpturen hatte Friedrich II. Diese Köpfe 1742 aus der Sammlung eines Diplomaten in Paris erworben. Der wichtigste Festschauplatz war neben den Festsälen jedoch der Charlottenburger Garten. Zu feierlichen Anlässen wurde er nachts durch tausende Lichter erleuchtet. An diesen Illuminationen, aber auch an den Opern, Maskenbällen und Feuerwerken, die im Rahmen großer Feierlichkeiten für Glanz und Unterhaltung sorgten, konnten Einheimische damals zumindest als Zuschauer schon teilnehmen. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun einen spannenden Einblick in die Schlossanlagen erhalten, habt viel über die Geschichte der Preußen erfahren. Hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!